Hallo Leute, ich bin's wieder, Irene, und heute zeige ich euch meinen Go-To-Hairstyle, wenn ich wirklich gar keine Zeit habe oder nicht wirklich Lust habe. Das ist einfach so ein High-Bun, High-Puff, was auch immer. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuschauen und gebt dem wieder einen Daumen hoch. Hey again, nicht wundern, dass ich dorthin gucke, da ist ein Spiegel vor mir. Und zuallererst befreie ich meine Haare von den Papillotten und öffne sie. Wenn ich damit fertig bin, creme ich meine Haare mit Shea Butter ein. Und keine Angst, Leute, das Weiße, was ihr jetzt seht, wird verschwinden. Dann nehme ich mir einen kleinen Kamm und kämme die ganzen kleinen Locken, damit sie verschwinden. Dann nehme ich mir ein Band, das kann wirklich jedes beliebige Band sein, und binde mir das einmal um den Kopf. Dabei mache ich hinten so eine Schlaufe, dass ich anschließend dran ziehen kann. Und jetzt ziehe ich einmal ganz fest und fertig ist der Bun. Okay, fast fertig. Hinten binde ich das Band nochmal zu einer Schlaufe und nehme mir eine Spange und befestige das Ganze dann. Nun nehme ich mir wieder ein bisschen Creme und creme die Spitzen ein und generell meine Haare. So, Ladies, jetzt kümmern wir uns um die Babyhaare. Was ihr dafür braucht, ist eine Wildschweinhaarbürste und ein Gel. Ich benutze den Eco Styling Gel. Und als erstes tragt ihr das Gel einfach auf eure Babyhaare auf. Und dann nehmt ihr eure Bürste und bürstet alles zurecht. Dann nehmt ihr euch ein Tuch und bindet es einfach auf die Stelle, die ihr gerade mit Gel beschmiert habt, sozusagen. Dann wartet ihr einfach ungefähr 20 Minuten. Nach 20 Minuten sollte das Gel eigentlich getrocknet sein. And then you got the fly edges, girl! Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch freuen und auch wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Alle Social Media Links werdet ihr in der Infobox finden und ich würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Tschüss!